Hallo und herzlich willkommen zu The Evil Within. Ich hatte heute wieder mal Glück, das Spiel ein bisschen eher zu bekommen. Und ich habe mir gedacht, ich Let's Play es gleich mal für euch, dass ihr euch die Kaufentscheidung vielleicht ein bisschen leichter macht. Also, ich habe die Videos ein bisschen angeschaut, was sie bis jetzt eingestellt haben, und die haben mich überzeugt, dass ich es kaufe. Und ja, gucken wir mal rein. Ich habe es gerade gestartet. Ist jetzt seid von Anfang an mit dabei. Schauen wir mal, ob es uns ein bisschen schockieren kann. Lädt Profildaten. Dürften noch keine da sein. Okay, neue Spieloptionen. Schauen wir mal in die Optionen rein. Jetzt starten wir auch noch schnell unseren Timer, sonst nehmen wir wieder zu lang auf. Sprache Deutsch, Steuerung, ja, das wird eigentlich passen. Grafik, Sound, ich drehe mal ein bisschen zurück. Musiklautstärke, Sprache können wir auf 90 lassen und Soundeffekte auch. Gut, und jetzt starten wir ein neues Spiel. Die Helligkeit gerade noch zu sehen ist. Okay, wieso erhöht sich da der Rollstuhl? Cool. Naja, also sieht man es gerade noch. Einsteiger überleben. Standardschwierigkeit, stell dich den Ängsten und überwinde sie. Die festgelegte Schwierigkeitsstufe kann im Spiel zwar nicht erhöht, aber über das Optionsmenü gesenkt werden. Wenn du die Schwierigkeitsstufe im Spiel senkst, musst du im laufenden Kapitel neu beginnen. Okay. Naja, klar. Leicht ist meist zu leicht. Gegner bemerken dich nicht, wenn du dich von hinten, wenn du dich ihnen von hinten näherst. Okay. Hey, cool, da wird eine Leiche rausgeschoben. Wenn du in der Nähe von Gegnern sprintest, werden sie dich wahrscheinlich bemerken. Okay, ist auch logisch. Gegner bemerken dich nicht, wenn du dich ihnen von hinten näherst. Okay, das wissen wir schon. Beacon Nervenklinik. 1H4 verstanden, Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, 1H4. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1, 3, 1, bitte vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127, 124, bitte antworten. Joseph. Denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich. Aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184. Wir haben Probleme mit einem Beacon. Wir überprüfen das. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Was meint ihr dazu? Connolly, gebt der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay.
Okay, und schon sind wir im Spiel. Also es ist ja schon mal komisch, dass hier lauter Polizeiwagen stehen und nirgendwo ist ein Polizist zu sehen. Ich muss mich schon mal entschuldigen, zwecks meiner Stimme. Bin ein bisschen erkältet. Okay. Er läuft irgendwie ein bisschen komisch, habe ich das Gefühl. Klopft mir hier doch mal an, oder? Oh. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Ich will auch eine Knarre haben, verdammt. Also gut schaut das nicht aus hier. Wow. Hast du das gehört? Hier lebt noch jemand. Wo ist er? Wo lebt noch jemand? Wo ist er denn? Fix, wenn du da aufpasst. Ah, da steht er. Okay, das war ein volles Gemetzel, hä? Überall Blut. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Rubikis. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Okay. Wow. Was zur Hölle? Was? Oh oh. Puh. Oh, leck, hänge ich da zum Ausbluten oder was? Oh oh. Oh, verfickte Scheiße. Was treibt er da? Oh, leck, verfluchte Scheiße. Oh Mann. Wow. Okay. Muss an das Messer kommen. Fast. Boah, nicht, dass ich der Nächste bin, ey. Komm, das scheiß Messer jetzt. Jetzt.
Boah, super, voll im Blut. Schleichen, okay. Oh oh, oh oh. Oh oh. Wow. Wow. Also lange habe ich nicht überlebt, Leute. Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kurzen Break und versuchen es im nächsten Anlauf nochmal. Bis gleich, euer Dr.